80% der Bevölkerung von Tall Oak sind mit dem Virus infiziert. Das sind umgerechnet etwa 70.000 Personen. Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Ach, festhalten. Das sieht nicht ganz so gut aus und damit willkommen zurück zu Resident Evil 6. Das war ja auch mal heftig. Sind wir da einfach abgestürzt. Ja genau. Fahr uns doch rein. Ja, halten sie sich irgendwo fest, ne? Und Helena hält sich an Leon fest. Und Leon an Helena. Hat denen wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Infektion entkommen. Nur um dann so zu sterben. Wir können nicht länger hier bleiben. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Dann wollen wir da mal hin, oder? Was sagt ihr? Also ich bin mächtig dafür. Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Ja. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Und jetzt nochmal recht herzlich willkommen. Denn so nach viel Video und ein bisschen Zombies erschießen im Bus sind wir am Friedhof angekommen. Ach, schade, dass der Bus nicht durchgefahren ist. Na, hätten wir uns die Geschichte hier sparen können. Oh, warte, was? Du willst gleich ran. So. Und so, da liegt's da auch. Und der liegt auch. War doch gar nicht mal so schlecht. Und Kopf weg.
Lass uns weitergehen, Helena. Helena, komm schon. Ach, du willst den unbedingt bewegen. Dann, was? Und durch seinen Hinfallen hat er mich auch noch getötet. Ich hab's ja gesagt, Helena, lass uns weitergehen. Du hast mich auf dem Gewissen. Du bist quasi indirekt meine Mörderin. Helena, die indirekte Mörderin. Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. So. Und das gleiche nochmal von vorne. Gewitter, Zombie auftauchen. Bloß nicht sterben. Das wird diesmal anders kommen. Jo. Ich habe euer Springen durchschaut. Ich habe euer Springen durchschaut. So. Und dann töten wir den hier auch noch. Hallo? Bleib doch mal stehen. Dann hätten wir das auch geschafft. Da würde ich ungern reinfallen. In so einen Wassertump. So, Helena, können wir jetzt geradeaus gehen, bevor ich nochmal sterbe. Ah ja, doch, hier geht's lang. Komm, Helena. Beeil dich mal ein bisschen. Irgendwo. Ach, da. Oh nein, das hat er nicht getötet. Da war ich zu voreilig. Aber das war nicht schlecht. Alter. Ja, und Helena nimmt gleich die Schaufel aus der Hand. Hast du gut gemacht, bin stolz auf dich. Möchtest du einen Keks? Ach, Helena, du bist schon eine süße Maus, oder? Und dann öffnen wir hier mal das Gitter. Oh, nein. Perfekt. So, hast du gut gemacht, Helena. Verdammt, verschlossen. Also gut, das wird schon. Vielleicht gibt's einen Schlüssel. Ja, die Frage ist wo. Und woher ihr wisst, dass da der Schlüssel sein könnte. So. Helena, kannst du Hilfe gebrauchen? Bleib liegen. Bleib liegen. Aufstehen hilft euch auch nicht. Roger. Wir brauchen uns zu zweit, um die Tür zu öffnen. Ja. Du bist ein böser Wolf gewesen. Okay. Dann nix wie raus wieder. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja. Das könnte andersrum sein. Der Hund könnte uns über den Friedhof jagen. Hall.
Warum ist der direkt an mir vorbeigelaufen? Bist du blöd? Die Frage hat sich wohl von selbst beantwortet, ob er blöd ist. Gucken, gucken, gucken. Okay. Das war doch gar nicht so schlecht. Und Muni haben wir auch. Einigermaßen. Aber es kommt bestimmt noch ein Gegner, wo wir alles an Muni brauchen. Deswegen ein bisschen sparsamer sein. Jo. Du kleiner Hund. Ja, Helena, du hast mich gerade so gerettet. Bin ich dir unendlich dankbar. Jetzt tritt ich hier nur ein bisschen den Hund. Lass mich mal. Helena? Helena. Danke. So. Jetzt gebe ich mir selbst auch noch eine Tablette und jetzt... Oh. Ah, die Tablette hat sich ja gelohnt. Ich komme. Jetzt möchte ich nicht so oft liegen. Ich möchte eigentlich viel lieber den Hund und den Hund. Ha. Der Hund lebt aber noch. So schwer zu töten und so wenig Erfahrung, das gibt's doch gar nicht. Ein bisschen nachladen, alles ein bisschen nachladen. So. Ah doch, hier. Vielen Dank. Ach, kein Problem. Ist der Hund jetzt tot? Ey. Ich hab auf dich geschossen. Gut, so. Das war gut. Hallo, Hund. Okay. Könntest du mal aufhören, auf Helena rumzuspringen? Das darf nur ich. Scheiße. Nein. Nein. Oh. Zum Glück war da nichts drin, ne? Aber hier draußen geht dafür mächtig die Hölle ab. Ein Schuss und ihr seid Geschichte. Ihr seid wirklich, ihr seid zwar stark vom Kräfte her, aber haltet nicht viel aus. Wo bist du? Vielen Dank. Bitteschön. Gern geschehen. Aber der Hund ist dort oben immer noch am Leben. Sei nicht so ein Weichei und komm zu mir. Ja. Das kommt davon, wenn man mit euch in den Nahkampf gehen will. Oh, schöner Ausschnitt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Komm, Helena, wir haben keine Zeit. Oh, da falle ich jetzt nicht rein. Komm, Helena. Hat der Schutz gesessen? Hat der? Ja. Dann mal auf zur Kathedrale. Ja.
Ja. Helena, spätst du noch? Oh. So. Mit unserem Essen wird nicht gespielt. Lecker Zombiefleisch. Ach komm schon, Helena. Haben wir überhaupt irgendwie... Aha, haben wir. An Sprengfallen haben wir noch was, aber kein... Eine Heilung, das wird ja toll. Okay, wir sind drin. Okay. Jo. Oh, alles klar. Zumindest ist nichts geworden. Gut. Aber geprellt. Gegen mir umkehren würden. Weiß? Wir sind uns bei der Kathedrale. So. Oh, auch noch gepanzert. Jo, klar. Ja, klar. Komm her, du Schreihals. Komm. Komm. Ich will dir den Gar auf. Zwei von euch, jo. Komm. Pum. Komm schon bald. Ah, Helena. Alles okay? Jo. Hier sogar noch schnieke Erfahrungspunkte. Oh, Helena, ganze Arbeit. Du hast mir da auch noch was an. Oh. Erfahrung besorgt. Was Skill, dieser Headshot. Ich glaube, das waren 500. Ich dachte, da wäre ein Tor für 50 hat der hier. Für so einen Lauch verschwende ich nicht meine Schiffe. So. Mal, oh, hier liegt noch ein bisschen Muni. Wo ging's lang? Ach, hier. Ah, doch schon verwirrend, so ein Labyrinth, wo wir uns hier befinden. Ja. Stopp. So. Und dann mal weiter zur Kathedrale. Mann, ist es schön, Sie wiederzusehen. Danke. Gehen wir jetzt endlich zur Kathedrale oder nicht? Hier wäre Helena, hätte Helena also auf uns gewartet, wenn sie uns nicht gerettet hätte. Okay. Mann, ist es schön, sie wiederzusehen, aber haben uns, hast mir vorher nicht deswegen gerettet, ne? Sehe sie, schnell! Mal. Ja, aber bevor wir reingehen, würde ich hier gerne nochmal. Granate. So, war das alles? Naja, dann mal los. Okay. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Okay, okay. Wir erledigen Sie zuerst. Oh, oh. Die haben da irgendeinen Feuerstab. Oh, hier liegt noch eine. Du musst sie reinlassen. Und eine Horde wandelnder Leichen dazu. Und eine Horde wandelnder Leichen. Finde
finde ich gut. Nee, noch nicht. Vorwärts. Irgendwie ist der Bildschirm auf der falschen Seite. Achtung, wir kriegen Gesellschaft. So gefällt es mir besser. Glocken. Krieg ich jetzt erst mit, aber ich krieg ja auch mal was mit. Warum läuten die Glocken? Warum läuten denn die Glocken? Oh nein. Dann retten wir mal schnell. Denn hier im Liegen zu überleben. Kein Zucker schlecht. Ich glaube jetzt. Na, falsch. Erwische ich denn so einiges? Nee, ich glaube weniger. Jo. Was? Ja, los, komm, lass mich aufstehen. Oh, da habe ich mich ja selbst auch vernichtet, aber egal. Ich helfe Ihnen. Machen wir diese ja, ich rede auch gerade. War ein schöner Tod. Finde ich gut. Jetzt haben wir wenigstens volle Lebensenergie wieder. Wir haben ja vorhin schon mit wenig angefangen. Aber dafür war es mir wert. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass mir der Zombie mit einem Feuerstock den Schädel einschlägt. Finde ich gut. Sehe sie! Schnell! Habe ich denn schon? Nein, ich habe noch nicht alles zerstört. Jojo. Wir haben noch Zeit, werden eh gleich angegriffen. Und ich wende die Granaten natürlich später an, weil später auch schwerere Gegner kommen, wie dieser Kreischer, habt ihr ja gemerkt. Roger, Roger. Naja. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Okay. Okay, okay. Wir erledigen sie zuerst. Jo, eliminieren wir alle Feinde. Du musst sie reinlassen. Eine Hand in der Leitung. Und packen Sie mich. Gut. Unser Kung Fu ist erstaunlich. Perfekt. Man kann doch auch einiges im Nahkampf regeln. Kirchenglocken? Soll das ein Witz sein? Achtung, hallo. Wir kriegen Gesellschaft. Ich will auch einiges im Nahkampf regeln können. So. Nein. Ihr bekommt mich nicht. Gut. Nun denn. Noch ein. Habe ich den so? Schade. Ich wollte gegen den Sack treten. Erstmal weg hier. Hallo.
Ja. Hallo. Lade mal deinen Sack auf. Ah ja, ja. Na, Alter. Durchs Kreischen bin ich gestorben. Durchs Kreischen kriegt man ja Schaden und ich bin gestorben. Einfach nur, weil der mich anspringen musste. Ich wollte doch auf den Sack schießen. Du dreckiger Bastard-Zombie. Ja. Sehe sie, schnell. Du siehst sie? Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben natürlich auch ein Messer. Aber das. So. Sollte ich vielleicht auch mal einsetzen. Aber Nahkampf ist irgendwie viel besser. Naja. Alle guten Dinge sind drei. Also. Roger. Rein. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Wir. So. Okay, okay. Wir erledigen sie zuerst. Ist jemand da draußen? Und eine Horde wandelnder. Hallo. Ja, wahnsinnig ist mein zweiter Vorname. So, leider habe ich nicht mehr Brandgranaten dabei. Oh, ich brenne ja. Oder hab gebrannt. Feuer. So, auf dem Weg da. Hab hier was zum Abholen. Oh, noch eine Brandgranate. Kirchenglocken. Kirchenglocken? Soll das ein Witz sein? Achte, wir kriegen Gesellschaft. Anscheinend ist das kein Witz. Kommt, es sind alle tot. Kommt, kommt, kommt. Öffnet die Tür. Wir haben einen Ball. Oh, keine Ahnung. Gehst du jetzt drauf? Dankeschön fürs Draufgehen. Ich helfe Ihnen! Machen wir diese Bestien fertig! Wenn das wenigstens einer etwas Rückgrat beweist. Ja, das finde ich auch gut. Mach die Tür auf! Los! Kacke. Nochmal gehe ich hier nicht drauf. Komm, Helena. Paul, mach die Tür auf. Paul, mach die Tür auf. Und bloß weg hier, bevor. Komm, Paul. Mach die Tür auf. So. Ach, noch so ein Kreischer. Jetzt kommt er nicht rein. Komm.
Ich setze viel aufs Spiel für Sie. Ich hoffe, Ihre Information Komm, ist das wert. Aber ja, darauf verwette ich mein Leben. Helena. Die kommt. Ja, toll, Helena, wenn ich wie. Wenn ich wegen dir verliere. Jetzt muss ich dir. Komm, Helena, locken wir die nochmal ein bisschen weg. Helena. Los, hier rein! Schnell! Vorwärts! Roger! Helena! Roger! Ich komme! Ah, du! Los, hier rein! Schnell! Ich hab nicht mal mehr Muni zum Schießen. Ja, und tot. Und das ist ja schön. Ach, Helena. Wenn du das nächste Mal vor meiner Tür stehst, dann öffne ich auch nicht die Tür. Blöde Kuh. Das kotzt mich ein wenig an. Wenn ich 10 Jahre rufen muss und sie dann trotzdem, okay, wenn sie jetzt festgehalten wird, verstehe ich das, aber dass sie trotzdem auf die Zombies schießt, sie hätte auch wie ich rennen können, die Tür öffnen können. Das hat sie nicht getan. Am liebsten hier, den hier. Blöde Kuh. Wegen dir muss ich hier noch ein 4. Mal durch. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Okay. Wir erledigen jetzt mal kurz einen Prozess. Ist jemand da draußen? Du musst sie reinlassen. Kurzen Prozess mit euch alle. Heute nicht. Das ging doch mal super. Lief mal super. Kirchenglocken? Soll das ein Witz sein? Achtung! Nee. Wir kriegen Gesellschaft! So, anscheinend ist das kein Witz. Ich sammle hier gerade ein bisschen alles ein, weil wenn wir rein sind, haben wir keine Chance mehr, an den Stuff zu kommen. Deswegen platziere ich hier auch gleich nochmal irgendwo was. Hier. Komm. Komm weg, Helena. Ich helfe Ihnen. Machen wir diese Bestien fertig. Einer etwas Rückgrat bereit. Finde ich gut. Paul, mach die Tür auf. Los. Genau, Paul. Öffne diese Tür. Ich komme. Hallo. Dankeschön. Und kein bisschen Heilung. Aber Moment mal. Bestimmt. Jo. Komm. Noch eine Mine. Kann ich die denn werfen? Ja, anscheinend schon. Na. Na gut, na gut! Jetzt kommt endlich rein! Ich setze viel aufs Spiel für Sie. Ich hoffe, Ihre Information Komm, ist das Helena. Wert. Aber ja, darauf verwette ich mein Leben.
Ich kann nicht abbrechen. Bin ich wenigstens aus der Reichweite da unten gegangen. Wehe, du Crash. Helena! Nur noch ein Stück und ich werde wieder selbst aufgestiegen. Helena, komm. Ja. Nochmal. Jo. Bring ich euch nochmal down. Komm, locken wir die weg. Nochmal gehe ich nicht drauf. Ich bin außerhalb, weil ja, und ich bin wieder down gegangen. Ich brauche erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Wir haben ja jetzt auch schon teilweise überzogen, das habe ich auch ein bisschen versprochen, dass ich mal teilweise überziehe, aber das ist jetzt nicht meine Schuld, will ich mir lieb ausdrücken. Helena hat so oft die Chance gehabt, diese Tür zu öffnen. Wenn ich das so schnell schaffe, ohne angesprungen zu werden, warum Helena nicht? Ich verstehe es nicht. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, ich brauche erstmal eine kleine Pause. Einen Schnaps kann ich jetzt gebrauchen, aber psch. Nein, natürlich nicht, aber wenn Helena so scheiße drauf ist, bin ich's auch.